Das Feature des Monats ist heute die Unterstützung von Docker als Plattform für die Oracle-Datenbank. Die Containertechnologie von Docker ist vor allem im Rahmen von DevOps-Projekten beliebt und bekannt. Dabei werden Anwendungen sehr modular als Microservices implementiert. Neben den Anwendungscontainern benötigt man auch Container zur Datenhaltung und da stellt sich die Frage, ob und wie zum Beispiel eine Oracle-Datenbank in einem Docker-Container betrieben werden kann. Um die gute Nachricht gleich vorwegzuschicken, die Oracle-Datenbank kann in Docker-Containern genutzt und betrieben werden. Dabei kommt zurzeit als Betriebssystem innerhalb des Containers typischerweise Oracle Linux 7.3 oder höher zum Einsatz. Es gibt dazu eine MOS-Node mit der Nummer 22.16.34.2.1, die immer aktualisiert wird, wenn sich etwas am Status verändert. Dort gibt es auch einige Hinweise, auf die ich gleich noch eingehen werde. Ich werde gleich grob beschreiben, wie man zu einem Docker-Image mit der Oracle-Datenbank gelangt. Wir haben aber auch eine genaue Beschreibung auf Deutsch in unserem Blog, dessen URL hier auf dem Slide angezeigt wird. In diesem Blog suchen Sie einfach nach Docker und Sie werden fündig. Die Beschreibung zeigt Schritt für Schritt auf, wie Sie die Oracle-Datenbank in Docker-Containern zum Laufen bringen. Generell gibt es zwei Wege. Mit einem Image, welches fix und fertig im Docker-Store heruntergeladen werden kann, kann eine neue Enterprise Edition Datenbank innerhalb von 2 Minuten nach Download des Images gestartet werden. Dieses Image ist verhältnismäßig klein und bietet weniger Flexibilität als die zweite Methode, bei der mit Hilfe von Skripten, die von Oracle vorbereitet sind, die Images erstellt werden. Diese Images entsprechen einer normalen Installation von Oracle-Datenbank-Software und sind daher entsprechend größer. Die Skripte, die dafür benötigt werden, sind auf GitHub hinterlegt. Beginnen wir mit dem vorgefertigten Image, welches im Docker-Store zu finden ist, wie der Screenshot anzeigt. Dieses Image erzeugt immer eine Enterprise Edition Datenbank, die natürlich auch als solche lizenziert sein muss. Als Datenbankversion ist immer eine 12er Datenbank im Einsatz. Derzeit ist es die Version 12.2, die vom aktuellen Image verwendet wird. Zum Download des Images benötigt man eine Docker-ID und man muss sich hier im Docker-Store entsprechend anmelden. Dieses Image ist gedacht für den schnellen Einsatz. Dem schnellen Erstellen einer Datenbank, mit der schnell Tests durchgeführt oder Entwicklungsideen durchgespielt werden. Wie schon gesagt, so eine Datenbank ist dann in 2 Minuten lauffähig. Der Einsatz von RAC oder das Patchen der Datenbank ist aber nicht möglich. Wer also eine Datenbank dauerhafter nutzen und auch Patches einspielen möchte, muss Images nutzen, die mithilfe von Oracle-Skripten erstellt werden. Das Nutzen dieser Skripte ist ganz einfach und ich gehe auch gleich noch darauf ein. Mit den skriptbasierten Images können unterschiedliche Editionen, also die Express Edition, die Standard Edition und Enterprise Edition betrieben werden. Damit kann Stand Juli 2018 auch die Version 11.204 mit der Express Edition zum Einsatz kommen. Wie schon eben gesagt, müssen alle Datenbanken, die in Docker-Containern laufen, auch lizenziert sein und nicht jeder hat eine freie Enterprise Edition Lizenz zur Hand. Wer also Standard Edition Lizenzen hat, kann diese mit dem entsprechenden skriptbasierten Image nutzen. Im Falle einer 11er Express Edition Datenbank wird auch nach dem alten Modell der Non-CDB verfahren. Im Falle einer Standard Edition oder Enterprise Edition sind es immer 12er Datenbanken, die nach dem Single-Tenant-Modell erstellt werden. Die Nutzung von Real Application Clusters, also RAC, ist mit dem skriptbasierten Image möglich. Dazu gibt es aber gleich noch einen Hinweis. Die Größe dieser Images liegen oberhalb von 13 GB und das ist auch der Grund, warum diese Images nicht fertig zum Download bereit liegen. Es ist ökonomischer, die entsprechenden Skripte zusammen mit der Software bereitzustellen. Ich hatte eben schon die MOS-Node angesprochen, die immer den aktuellen Status der Unterstützung von Docker angibt. Zu zwei wichtigen Themen finden sich aktuell im Juli 2018 die folgenden Hinweise. Als Betriebssystem innerhalb des Docker-Containers für die Oracle-Datenbank mittels Images von Oracle wird derzeit nur Oracle Linux unterstützt. Der Einsatz von Red Hat ist bei eigenen Images möglich und wird in einem weiteren Abschnitt auch genannt. Oracle Real Application Clusters, also RAC, wird zwar bei skriptbasierten Images unterstützt,
Es wird dazu auch ein spezieller Datenbank-Patch benötigt. Jedoch umfasst die Unterstützung nur Test- und Entwicklungssysteme. Wenn es also beispielsweise darum geht, eine Anwendung möglichst optimal für den Einsatz von RAC zu implementieren, dafür ist dieses Image gedacht. Ein dauerhafter und produktiver Betrieb von RAC-Systemen sollte aber nicht mit Docker vorgenommen werden, zumindest zum Stand Juli 2018 gilt das so. Ich möchte hier eine Übersicht geben, wie die Image-Varianten verwendet werden. Das vorgefertigte Image wird einfach über ein Docker-Pull-Kommando oder die äquivalenten Wege von Provisionierungsumgebungen wie Kubernetes zum Beispiel heruntergeladen. Mit einem Starten eines neuen Containers wird die Datenbank erstellt, wobei für die Datenbankdateien Volumes, also außerhalb vom Container liegende Plattenbereiche, genutzt werden sollten. Die Datenbank ist dann immer eine Enterprise Edition Datenbank, wie ich schon gesagt habe. Wenn Sie einen Container erneut starten, also er schon einmal lief, dann wird dieser Container automatisch erkennen, dass es schon Datenbankdateien gibt. Es wird dann keine neue Datenbank erstellt, sondern die existierende Datenbank wird geöffnet. Die skriptbasierten Images werden erstellt, indem die Skripte, die von GitHub heruntergeladen werden können, und die Oracle Software, die zum Beispiel von OTN heruntergeladen werden kann, zusammen in eine Verzeichnisstruktur gepackt werden. Ein vorgefertigtes Skript erstellt dann ein Image und damit können Sie dann Express Edition, Standard Edition oder Enterprise Edition Datenbanken erstellen oder erneut öffnen und damit betreiben. Ich möchte nicht versäumen, etwas zu den Möglichkeiten hinsichtlich des Betriebs zu sagen. Durch die Nutzung der Single-Tenant-Architektur der Datenbank ist es möglich, den kompletten Betrieb durch ein DevOps-Team durchführen zu lassen oder auch Teile der Aufgaben, wie zum Beispiel Backup und Recovery und Hochverfügbarkeit, einem zentralen Datenbankteam zu überlassen. Schließlich stellt sich hier die Frage nach der Verfügbarkeit des Betriebspersonals und ein 24-Stunden-Betrieb ist mit einem zentralen Team einfacher organisierbar. Entsprechend können auch weitere zentrale Datenbankverwaltungsaufgaben, die nichts mit der eigentlichen Anwendung zu tun haben, an ein zentrales Team delegiert werden, sobald sich ein stabiler Betrieb dieser Datenbank abzeichnet. Mit Oracle gibt es hier eine sehr hohe Flexibilität. Fassen wir zusammen. Die Oracle-Datenbank unterstützt die Docker-Plattform. Und es gibt zwei Varianten, ein Docker-Image zu bekommen. Ein vorgefertigtes Image von Oracle oder Images, die mit vorgefertigten, also durch Oracle vorgefertigten Skripten zusammen mit der Oracle-Software erstellt werden. Auch bezüglich des Betriebs gibt es viele Möglichkeiten, beginnend vom kompletten Betrieb durch ein DevOps-Team bis hin zu einem fachlich aufgeteilten Betrieb durch DevOps-Teams und zentraler Datenbank-IT.